Hey und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich. Ich bin Sarah. Ich mache hier Curvy Fashion und willkommen zum heutigen Video. Heute ist wieder ein Try-on-Haul dran. Ich habe nämlich mir wieder bei Dress Lily ein paar Sachen aussuchen dürfen und wie ihr schon unschwer erkennen könnt, ich habe nur zu Sommerkleidern gegriffen. Extra für euch habe ich ein paar hübsche Kleidchen ausgesucht und ich würde sagen, wir starten, schauen uns die gemeinsam an und ich hoffe, es passt alles. Also viel Spaß dabei. Und nicht vergessen, gerne den Kanal abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben geben und hinterlasst mir auch gerne am Ende des Videos einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Also los geht's. Ich würde vorschlagen, wir machen das so wie bei meinem letzten Shein-Haul. Wir werden auch mal direkt vergleichen, wie die Kleidchen am Model ausgesehen haben, beziehungsweise im Shop und wie sie an mir aussehen. Ganz grundsätzlich, Dress Lily ist auch einer von diesen asiatischen Online-Shops, wo man halt auch echt schöne Sachen bekommt. Bei denen ist es nicht so wie bei Shein, dass ich so fast bei jedem Teil Hooray schreie, muss ich ganz offen und ehrlich zugeben. Aber ich finde von der Qualität her und auch von den Stoffen, Mustern und so weiter her, ist es tatsächlich mit Shein vergleichbar. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Kleid, das ihr schon in meinem letzten Sonntagsvideo kurz gesehen habt. Und das ist halt so ein, das ist jetzt auch aus der Oversize-Kollektion, also aus der große Größenkollektion, Plus Size, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist halt so ein ganz klassisches Sommer-Maxi-Kleid. Also ich glaube, das ist so der absolute Standard-Klassiker unter den Kleidern, der bestimmt, glaube ich, vielen, vielen von uns wahnsinnig gut steht. Ich mag auf jeden Fall, dass es Off-Shoulder ist und auch dieses Kleid, also ganz ehrlich, das sitzt so stramm. Also da braucht man echt gar keine Angst haben, dass einem das irgendwie rutscht, dass man plötzlich die Boobies zeigt, obwohl man die Boobies gar nicht zeigen will oder so. Also das hält auf jeden Fall. Dann hat das halt hier nochmal diese schöne Raffung. Ich finde das halt immer ganz nett, wenn das hier über den Oberarm drüber fällt. Das ist natürlich für uns Damen mit ein paar Kilos mehr auch immer ganz nett, um halt so die Oberarmpartie so ein bisschen zu kaschieren. Also ich finde, das macht halt gerade natürlich, wenn ihr halt auch eine etwas kleinere Brust habt, dann macht es auf jeden Fall einen schönen Oberkörper, sofern ihr dann auch den Oberkörper betonen möchtet zum Beispiel. Also wenn ihr zum Beispiel eine Haarfigur habt oder ähnliches, dann ist sowas auf jeden Fall sicherlich nicht verkehrt. Dann befindet sich hier drunter nochmal eine Schnürung, um halt im Prinzip trotz allem in dieses sehr massige Kleid, weil Maxi-Kleider sind natürlich für so uns Curvys halt auch je nachdem ein bisschen schwierig. Die verformen halt die Figur ein bisschen. Wobei ihr wisst ja, ich plädiere immer dafür, es ist eigentlich letztendlich egal, ob ihr jetzt, sage ich mal, unbedingt schlanker aussehen in euren Klamotten. Das sollte ja nicht das Ziel sein. Man sollte ja auch das anziehen, worauf man Bock hat. Und wenn man Bock auf ein weites, luftiges Maxi-Kleid im Sommer hat, dann hat man das gefälligst zu haben und dann ist das auch gefälligst okay. Bevor wir noch zu diesem brandscharfen Teil in Rot kommen, muss ich ja noch ein bisschen was zu dem Kleid davor sagen. Habe ich total verdrängt. Verarbeitung finde ich in Ordnung. Also die Nähte sind, soweit ich das erkennen kann, alles soweit ganz sauber. Ja, hier ist mal so der ein oder andere Fehler drin. Ich habe, glaube ich, hier an der, genau, hier an der Kordel ist auch so ein kleiner Fehler drin, sieht man jetzt wahrscheinlich. Aber ansonsten ist es wirklich in Ordnung verarbeitet, kann man absolut nicht meckern. Ach, und übrigens, falls ihr Happy im Hintergrund schnarchen hört, bitte ignoriert es einfach, aber es geht ihr gerade ziemlich gut. Also das Kleid gibt es von L bis 5X, also 5XL höchstwahrscheinlich. Und es soll 24,89 kosten. Ihr könnt natürlich immer ein bisschen sparen. Da gibt es auch immer Rabatte. Und natürlich habe auch ich wieder einen Rabattcode für euch, den ich doch jetzt mal an dieser Stelle passenderweise vielleicht einblende. Ich muss sagen, für knapp 25 Euro ist die Verarbeitung nicht ganz so geil. Es ist auch 100% Polyester. Es steht auf jeden Fall nur Polyester mit dabei als Angabe. Von daher 25 Euro? Ich weiß es nicht. Also wenn es ein Zehner weniger gewesen wäre, hätte es das auch getan. Ansonsten sieht es aber tatsächlich, muss man ja ganz ehrlich sagen, genauso aus wie am Model. Muster passt, Schnitt passt, ist auf jeden Fall alles tutti.
So, jetzt kommen wir aber zu diesem brandscharfen Teil, das ich gerade schon angezogen habe. Kleid Nummer 2. Ich habe das gesehen und ich fand es so hübsch auf den Bildern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt allerdings aus der Normalkollektion. Ich habe das halt in der größten Größe bestellt, beziehungsweise ich habe mich halt auch an den Größenangaben halt orientiert. Man muss jetzt dazu sagen, es passt halt nicht hundertprozentig. Also es war schon ein bisschen Spack so, also gerade hier so an der Hüfte, ne, an dem Hüftbereich. Aber ich finde, dadurch, dass es halt ein bisschen enger sitzt, finde ich, drückt es das halt alles auch ganz gut zusammen. Also es hat auf jeden Fall so Vor- und Nachteile. Vom Stoff her ist es auf jeden Fall ein bisschen fester verarbeitet. Also das Unterkleid sitzt auf jeden Fall wirklich richtig, richtig eng, also richtig gut. Die Verarbeitung finde ich bei dem Kleid wirklich sehr, sehr schön. Also ich finde halt dieses ganze Gestickte, ich glaube, es ist gestickt, hoffentlich, jetzt korrigiert mich ansonsten, wenn ich falsch liege, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Es ist ein tolles Kleid, also gerade auch, wenn man ausgehen möchte. Im Sommer finde ich das wirklich ein wunderschönes Kleid. Ja, das hier wäre so ein Kandidat für mein Boobs-Video vom Sonntag, weil was zieht man da drunter an, ne? Also hier sieht man schon meinen BH. Also ich glaube, hier würde ich tatsächlich voll sexy gehen und würde hier tatsächlich einen spitzen BH drunter anziehen, einen schwarzen, den man dann auch gerne sehen kann. Das wäre jetzt so das Einzige, was mir dazu einfallen würde. Auch am Rückenausschnitt geht's zwar, da ist es nicht ganz so tief. Und was ich ein bisschen schade finde, ist halt hier diese Partie. Also ich weiß nicht, ob ich die so schön finde. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ich wäre jetzt unkreativ zu sagen, was könnte man alternativ da machen, weil ich mag halt ehrlich gesagt total gerne diese Schulterpartie. Die ist halt für uns Curvys, das ist ein Traum, ne? Also es ist ein V-Ausschnitt, der ist auch noch tief bis fast zum Bauchnabel. Das ist halt ein absoluter Traum an Kleid. Es ist tatsächlich auch leider wieder komplett Polyester, und soll tatsächlich knapp 32 Euro kosten. Wobei ich zwar sagen muss, so von dem, wie sich es anfühlt und wie es verarbeitet ist, also hier sind keine Nähte irgendwie schlecht, also hier hängt mal ein Faden, was ich persönlich jetzt aber kein absolutes Drama finde. Das passiert auch in normalen Shops, wo die Sachen noch teurer sind. Also von daher stört mich das nicht im geringsten. Ich finde, ansonsten ist es wirklich ein sehr, sehr hübsches Kleid. Muss jetzt jeder selber wissen, ob es einem dann 32 Euro wert wäre. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Und sagen wir mal, wenn ich noch vielleicht 1-2 Kilo verliere, dann würde das auf jeden Fall extrem gut sitzen. Als nächstes haben wir diesen sexy Traum an Sommerkleid. Also ganz ehrlich, ich habe dieses Mal richtig, richtig Glück. Also auch hier habe ich gedacht so, boah, der Reißverschluss. Also man sieht auch, dass es mir nicht hundertprozentig passt. Und zwar sieht man das halt hier dran, dass das halt hier so sich wölbt, weil mein Booty eigentlich einen kleinen Ticken, glaube ich, zu ausladend dafür ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man das Kleid anhat, würde man da hinten drauf achten? Also ich glaube nicht. Ich bin super, super zufrieden damit. Ich finde, das sitzt wie ein Traum. Also ich finde es wirklich richtig, richtig toll. Also gerade wenn man Kurven hat, also das ist ein Kleid für Kurven, ne? Ganz ehrlich. Also nichts gegen nicht-kurvige Frauen, um Gottes Willen. Aber das ist wirklich für Kurven gemacht, dieses Kleid. Es hat einen sehr, sehr schönen Ausschnitt, wie ich finde. Und es hat halt auch noch die perfekte Größe, sodass es zumindest mein D-Körbchen super gut abdeckt. Das heißt, ich kann hier einen ganz normalen, trägerlosen BH drunter anziehen. Da schaut nichts hervor, da blitzt nichts hervor, auch nicht hier unter den Achseln. Es hat verstellbare Träger, was natürlich halt super praktisch ist und auch super wichtig, damit man es halt tatsächlich ein bisschen anpassen kann. Ich finde, der Schnitt ist halt schön, weil es ist halt so ein angedeutetes Wickelkleid, ohne dass man es halt wickeln muss. Dadurch, dass es halt diese asymmetrischen Lagen hat und das halt hier auch nochmal quer so drüber geht, das ist halt sehr schmeichelnd für die Bauchpartie ganz generell und halt, dass es hier natürlich auch ein bisschen enger geschnitten ist und dann halt aber letztendlich, also es schmiegt sich halt sehr gut an, sagen wir mal so. Und ich finde auch zum Beispiel vorne den Beinausschnitt finde ich halt auch sehr hübsch. Das ist halt auch mal ein bisschen was anderes. Und ja, klar, natürlich, das ist halt ein Kleid. Das muss man sich trauen, da sieht man natürlich die Kilos. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich glaube, Daniel würde jetzt nicht unbedingt denken, wenn ich in dem Kleid zum Date komme, ach, sie könnten ja mal 5 Kilo abnehmen. Also ich glaube tatsächlich, das ist ein wirklich umwerfendes Kleid. Ich finde es wunderschön, auch vom Muster. Daher, mir gefällt es hervorragend gut und dann würde ich sagen, machen wir noch flott den Vergleich mit dem Model.
Moment. Okay, schade. Ja, hier war gar kein Modelbild dabei. Da muss man dann natürlich ein bisschen auf gut Glück halt shoppen. Aber ich finde, man sieht tatsächlich, es sieht exakt so aus, wie es abgebildet ist. Passt auf jeden Fall. Die Blumen hier sind vielleicht ein bisschen anders so vom Wickeln her und alles. Aber ansonsten passt es vom Schnitt hervorragend und ich bin da sehr, sehr mit zufrieden. Soll kosten 18,44 Euro, finde ich ein bisschen humaner. Gibt es bis 3XL und hat tatsächlich aber auch leider wiederum nur Polyester. Ein Traum in Polyester. Das nächste Kleidchen ist dieses wunderschöne Modell hier mit dem Sonnenblumenprint, was mich total schon gereizt hat. Ich liebe Sonnenblumen. Das ist eine meiner Lieblingsblumen, by the way. Noch ein kurzes Wort zu dem Kleid davor. Ich habe übrigens nochmal geschaut. Die Nähte sind alle sehr, sehr sauber verarbeitet, finde ich. Zum Beispiel Preis-Leistung bei dem Kleid sehr viel besser als bei dem ersten Maxi-Kleid, was wir gesehen haben. Da war kein Faden, nix. Also wirklich richtig, richtig top. Gleiches kann ich zu diesem Kleidchen hier sagen. Und hier fand ich zum einen natürlich auch den Schnitt wirklich richtig schön, ist halt genau das gleiche, ne? Also es ist ein klassisches A-Linienkleid, das heißt, wir haben oben halt sehr, sehr eng, sehr figurbetont, dann haben wir einen schönen Taillenbereich und dann geht das Ganze halt ein bisschen weiter nach unten. Das Kleid hat auch so einen Fukuhila-Schnitt, das heißt, es ist vorne kürzer, hinten länger. Ich mag das total gerne, ich finde, das ist was sehr Hübsches, es ist ein bisschen interessanter mal und es hat halt hier vorne noch diese Cutouts und da ist es natürlich dann mit dem BH ein bisschen schwieriger, wobei ich zwar sagen muss, ich habe jetzt hier so einen beigen BH drunter an und ich finde, dass das merkt man eigentlich gar nicht. Also klar, wenn man jetzt genau hinguckt, dann sieht man den halt hier und man sieht ihn auch so leicht hier, wenn ich mich halt hier so vorbeuge oder so. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt, finde ich, nicht so das absolute Drama. Mein Gott, ich trage halt einen BH. Das ist halt, ne? Das ist halt so. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Und ich finde auch, das ist ein sehr hübsches Kleid. Mir gefällt es extrem gut. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass ich das anziehen werde. Einfach Hammer. Also dazu halt auch schön luftig. Klar, man muss immer so ein bisschen Haltung bewahren als Frau. Ne? Wenn ich jetzt halt hier so rumhänge, ne, dann sehe ich auch aus, als ob ich im, naja, vierten Monat, fünften Monat mindestens schwanger wäre. Was nicht der Fall ist. Wenn man halt ein bisschen auf die Haltung achtet und ja, sich einfach ein bisschen bewusst wird, ich trage ein Kleid, dann funktioniert das Ganze auch auf jeden Fall ziemlich gut. Dann machen wir natürlich direkt nochmal wieder den Model-Vergleich. Jetzt muss ich nochmal gucken hier. Ach, das ist immer dieses Internets, Leute. Ich sage euch, das ist alles so kompliziert. Auch bei dem Kleid leider kein Modelbild dabei, dafür aber ein paar mehr Detailbilder. Soll kosten 21,21 ohne Rabatt, aber wie gesagt, ihr bekommt meistens eigentlich Rabatt. Und ist ebenfalls leider ein Traum in Polyester. Also ich glaube, ich habe nichts anderes außer Polyester bestellt. Aber nun gut, so ist es. Ich finde, der Stoff ist halt wirklich sehr, sehr luftig. Ich muss jetzt auch mal sagen, so vom Vergleich her, das hier sind eher so, das ist ein ähnlicher Stoff wie das erste Kleid. Das ist natürlich sowieso was ganz anderes. Und das hier ist so ein leicht, so ein gekrinkelter Stoff. Also der ist so, hat so ein bisschen Struktur. Und der hier ist halt wieder sehr, sehr glatt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier gibt es halt auch nicht viel drin zu schwitzen, weil ich meine, es ist eigentlich fast überall offen, dieses Kleid. Von daher stört mich das Polyester jetzt nicht so extrem, aber ja, an für sich hübsches Kleidchen, oder? Was meint ihr? So, ich habe natürlich auch ein klassisches Wickelkleid mit reingenommen und ihr seht schon, hier passt irgendwas nicht so hundertprozentig. Also das ist dann doch etwas zu ausladend oder einladend. Ich weiß es nicht, aber das Kleid passt leider nicht. Es ist auch sehr, sehr, sehr kurz. Ne? Also dann machst du einmal so und dann... Ja, das könnte interessant sein. Also auf jeden Fall vielleicht höchstens noch, um es am Strand über den Badeanzug oder Bikini drüber zu ziehen. Dafür könnte ich mir das jetzt aktuell so vorstellen. Aber selbstverständlich würde ich das so unter normalen Umständen nicht anziehen. Das ist halt echt ein bisschen schade. Ich schaue jetzt nochmal gerade nach, woran das lag. Ich hatte natürlich echt die Hoffnung, gerade bei einem Wickelkleid, dass das halt wieder ein Traum wird, weil ihr wisst ja, ich stehe so sehr auf Wickelkleider, weil you know, this is a curvy girl's dream normalerweise. Also die sind
an für sich eigentlich der beste Freund unserer persönlichen Figur. Ich weiß nicht mehr, welche Größe ich bestellt habe. Ich schreibe sie euch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr sowieso alle Kleider wie immer verlinkt. Und ich schreibe euch auch immer dabei, welche Größe ich persönlich trage. Also falls euch das irgendwie beim Shoppen hilft. Ist natürlich auch wieder komplett Polyester. Und ach, ich sehe schon, es ist sogar eigentlich schon out of stock. In 3XL ist es noch verfügbar. Okay, der Rest ist out of stock tatsächlich. Also meine Größe ist nicht mehr verfügbar, aber gut. Ich meine, es passt ja sowieso nicht. Ansonsten ist das Kleid wirklich sehr gut verarbeitet. Kann man nicht meckern. Die Nähte sind alle tippitopp in Ordnung. Ich finde das Muster halt mega, mega hübsch. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ihr seht ja, ich habe auch eigentlich nur bis auf eins alles Kleider mit Print bestellt. Also hat mir einfach sehr, sehr zugesagt. Fand ich jetzt so richtig sommerlich. Einfach die ganzen Muster und Stoffe. Nicht so schön ist sicherlich hier diese Naht. Die hätte man ganz bestimmt ein bisschen hübscher machen können. Also da gibt es sicherlich andere Verarbeitungstechniken, die jetzt schöner gewesen wären. Oder man hätte die Naht halt vielleicht auch einfach weggelassen. Das ist so das Einzige, weil hier zum Beispiel am Ausschnitt ist es ja sehr, sehr schön verarbeitet. Da ist es ja dann einmal umgeschlagen. Ja, ansonsten ist es leider halt ein Fail, ne? Also so kann ich das auf jeden Fall nicht anziehen. Mal gucken, vielleicht funktioniere ich das in irgendeiner Form um, dass ich das, keine Ahnung, irgendwie mir da irgendwas reinnähe oder so. Ich weiß es noch nicht. Weil wirklich irgendwie jetzt zumachen würde auch nichts bringen, seht ihr, dann spannt es halt an meinen Boobies halt zu stark. Also ist vielleicht auch eher etwas für Frauen mit kleinerer Oberweite, wobei meine jetzt auch gar nicht so riesig ist für eine kurvige Frau, aber okay. Ja, das war auf jeden Fall dieses Kleid und ich würde sagen, ich werfe mich noch in das letzte Modell. Und das letzte Kleid, und mir ist jetzt gerade mal aufgefallen, dass das exakt das gleiche Kleid eigentlich ist vom Schnitt wie das mit dem Sonnenblumenprint, also es ist ja so eine Art Sonnenblumenprint, sehe ich gerade. Ist eigentlich, doch, es ist eine Sonnenblume, oder? Doch, es ist am ehesten eine Sonnenblume. Ja, auf jeden Fall ist es genau der gleiche Schnitt, deswegen wundert es mich jetzt auch nicht, dass genau auch dieses Kleid gut sitzt. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein anderer Stoff. Ja, es ist ein anderer Stoff. Also der von dem Blumenkleid ist auf jeden Fall sehr viel glatter, fühlt sich eher so ein bisschen seidig an. Und der hier hat so ein bisschen mehr Struktur und es ist auch ein bisschen durchsichtiger als das andere Kleid. Aber ansonsten ist es vom Schnitt her identisch, aber ich fand halt die Farbe natürlich schön. Ich meine, hallo, ihr seid ja auf dem Kanal von Mrs. Violet. Es wäre ja ein Trauerspiel, wenn ich kein lila Kleid dabei gehabt hätte, oder? Also an für sich wirklich ein hübsches Kleid, aber hier ist irgendwie, glaube ich, mit der Verarbeitung was anders gelaufen, weil wie ihr seht, ich habe hier den Träger relativ weit bis auf die Schulter ziehen müssen und hier halt nicht. Und hier, finde ich, sitzt es irgendwie hier an den Achseln schlechter als da. Also da sieht man mal so im exakten, direkten Vergleich halt mit dem gleichen Modell an Kleid. Aber gut, ich meine, nichts ist perfekt. Ich weiß nicht, wie die Kleider gefertigt werden, aber das kann halt auch mal passieren. Ansonsten finde ich auch das Kleid sehr, sehr hübsch. Hier ist tatsächlich halt auch, also alles gut verarbeitet. Ich sehe keine Nähte, die irgendwie nicht gut aussehen. Also es ist alles tippitopp. Das ist wirklich ein hübsches Kleid. Kann ich mir auch vorstellen, dass es ganz schön ist, wenn man auf eine Hochzeit im Sommer eingeladen ist. Da vielleicht noch so einen schönen leichten Cardigan drüber, also irgendwas, was halt so flatterig ist oder so. Ein paar schöne Schuhe, also das finde ich ist sowieso eine tolle Farbe auch. Gefällt mir ziemlich gut. Oh nein, auch hier gibt es kein Modelbild dazu, aber das ist ja auch nicht schlimm und soll jetzt kosten 18,10 Euro. Gibt es noch in weiteren Farben, auch zum Beispiel halt in Schwarz, in Rot, in Blau. Alles sehr, sehr schöne Farben und geht hoch bis 3XL, was ich wirklich ziemlich gut finde und ist natürlich... Wer hätte es ahnen können? Ebenfalls aus Polyester. Aber nun gut, das ist auf jeden Fall etwas, damit muss man leben in der Regel, wenn man halt bei so sehr günstigen Shops halt bestellt. So, meine Hübschen, mit diesem Kleid beende ich das heutige Video. Ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mich also unbedingt wissen, welches Kleid euch am besten gefallen hat von dieser hübschen Auswahl. Jetzt noch zu meinem Fazit. Man muss tatsächlich sagen, Dress Lily ist ein kleines bisschen teurer, je nachdem in den Kleidern. Vor allem habe ich es jetzt dieses Mal festgestellt. Die Verarbeitung und Qualität ist ähnlich wie bei Shein, wobei wir ja auch in anderen Shops mittlerweile auch sehen, dass es auch noch andere Stoffe als Polyester gibt. Aber nichtsdestotrotz sind auch wieder einige Kleider dabei gewesen, wo ich sagen würde, finde ich wirklich schön, gefällt mir gut. Man muss ja auch immer ein bisschen bedenken, ja, die Sachen kommen aus China, aber trotzdem müssen ja Menschen auch
davon irgendwie also leben, die das irgendwie für uns herstellen. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz heikles Thema. Ich weiß das auch. Es ist nach wie vor Fast Fashion, aber sagen wir mal, um die 20 Euro für ein schönes Kleid finde ich jetzt eigentlich nicht so viel, oder? Also ich weiß nicht, wie viel gebt ihr im Durchschnitt für eure Kleider aus? Lasst mich das doch mal gerne wissen. Und die Grüße gehen heute raus an Andrea Feddersen. Ich hoffe, so wird es ausgesprochen. Ganz, ganz liebe Grüße an dich persönlich zurück nach Toulouse. Da wäre ich jetzt vielleicht auch ganz gern. Aber okay, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass ihr zu meinem letzten Sonntagsvideo so viel konstruktive Kommentare auch hattet und so viel positives Feedback. Es freut mich auf jeden Fall immer sehr, wenn ich euch unterhalte, aber natürlich auch vor allem, wenn ich euch helfen kann mit meinen Videos, mit meinen Tipps, dass ihr irgendwelche Fehler vielleicht nicht macht oder aber vielleicht etwas Neues entdeckt und dadurch mutiger werdet. Das macht mich sehr glücklich und ja, das war's dann jetzt von mir. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye!